Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind hier auf unserem eigenen Gestüt. Agro. Der ist langsamer als unser. Die sind wohl alle drei langsamer, oder? Schattenfell ist auch langsamer, ja. Wen haben wir denn hier noch? Ja, das ist unser Stall in Pribislavec. Zu kompliziert. Shit. Das müssen wir unbedingt noch lernen. Haben wir hier noch mehr Pferde? Nö. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Aufgabe, ne? Kirche. Wir bauen die Kirche, wir renovieren die Kirche. Das ist ja auch schon ein Punkt, den er, der hier noch immer auf dem Tablet ist. Wir haben noch 15.000 Groschen, das reicht also auf jeden Fall. Ausgebautes Rathaus, das müssen wir noch. Kirchenreparatur. Ich habe mich entschieden. Das sollte schnell gehen. Folge mir, dann sehen wir uns sogleich den Bauplatz an. Jo. Warum sollte das schnell gehen? Wenn ich mir die Kirche so angucke, ist da viel zu tun. Hier werden wir bauen? Ja, steht sie ja auch. Sollen wir anfangen? Aber sowas von. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Alles da. Der Bau kann beginnen. Sehr schön. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Okay. Schön ist jetzt anders, aber sie ist repariert. Sie ist repariert. Und das ist ja schon mal etwas. Mal das Unkraut hier wegmachen. Wachsen ja noch überall Pilze. Oh, Pfeile. Wer hat denn die hier liegen lassen? Wahrscheinlich ich, ne? Noch irgendwas? Oh. Ja, also das hier ist noch ausbaufähig. Eindeutig ausbaufähig. Da haben wir noch Potenzial. Ich kann die Leiter nutzen. So es denn ginge. Ups. Halleluja. Weich gelandet. Gut. Ja, also da ist wirklich noch eindeutig Potenzial, um das auszubauen. Ja, hier oben haben wir gekämpft.
Hier oben hatten wir gekämpft. Wer die Folgen gesehen hat, ja, der erinnert sich dann dran. So, Leiter. Ja, da haben wir noch... Es ist noch ausbaufähig. Aber ich glaube... Die Kirche können wir auch noch ausbauen. Das kann man mal gucken. Wie hoch unsere Einnahmen jetzt pro Tag sind. So, 4000 haben wir noch. 1050 am Tag, okay. So, Rathaus können wir nochmal ausbauen. Was hat er? Überbezahlter Locator. Wow. Da haben wir dann noch Alchemietisch und Kräutergarten drin. Kirchenreparatur. Altar fehlt alles noch. Das Grundgebäude ist halt da. Das müssen wir. Da brauchen wir aber 17.000 für. Das Kleingeld haben wir gerade nicht. Aber wir haben das Grundgebäude. Schmied haben wir auch. Rüstzeug für Waffenschmiede. Rüstschmied haben wir beides, glaube ich, ne? Ah ne, Verbesserungs 1 hinzufügen und 2. Ich habe mich entschieden. Ich guck gerade nochmal. Nun gut, ich muss mir ein Bild machen. Ja, ich komme gleich. Waffen- oder Rüstschmied. Okay. Ich komme mit. Wo war die Schmiede nochmal? Da unten irgendwo, ne? Wir können noch diverse Sachen hier ausbauen. Das finde ich auch gut. Werden wir bauen? Ja, da ist auch die Schmiede. Genau hier. Also frisch ans Werk? Ja, logisch. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Jo. Hat sich unser Einkommen jetzt verbessert? Zack, die Fässer da sind hinzugekommen. Okay. Haben wir hier eigentlich gerade irgendwas? Dann richten wir gerade auch mal, wenn wir schon hier sind. Müssen wir ja als Vogt Streitigkeiten klären. Gott sei mit dir. Gibt es ein Problem? Die lahme Agathe, die alte Schrolle, die am Dorfrand wohnt. Okay. Was hat sie getan? Nun, ich dachte, du solltest wissen, dass sie sich in das Geschäft des Kräuterweibs einmischt und alle möglichen Salben und Tränke anbietet. Das spricht dagegen. Eben. Das ist alles Schwindel und Betrug. Diese Hexe gehört verbrannt. Wow. Wieso Schwindel? Was meinst du damit, es ist Schwindel? Ihre Mixturen haben keine Wirkung. Sie bestehen nur aus Wasser, Kräutern und Schweineschmalz. Woher weißt du das so genau? Hast du ihre Sachen selbst ausprobiert? Ich? Warum sollte ich? Das wäre ja eine Sünde, oder nicht?
Ich denke mal, sie hat dir etwas angetan, sonst wärst du ja nicht hier. Sie hat meine und ihre Hühner verhext. Meine legen keine Eier mehr, ihre doppelt so viele. Wow. Meinst du das ernst? Ich schwör's bei der heiligen Mutter Gottes, sie hat die Hühner verhext. Um was für Salben und Tränke handelt es sich genau? Das Übliche? Gegen Kopfweh und Weiberschmerzen und dafür, dass die Kühe mehr Milch geben? Was hat das jetzt mit ihren Hühnern zu tun? Ich denke mal, sie hat dir etwas angetan. Sie hat mein... Zauber und Hexenkunst. Das sind sehr schwere Anschuldigungen. Was hatten wir hier noch? Was meinst du damit? Ihre Mixtur. Also sind das keine Hexentränke, sondern nur Kräuter? Genau. Sie betrügt. Aber sie wirkt Zauber, das schwöre ich. Ich sehe nichts Schlimmes. Ich glaube nicht, dass hier etwas Unrechtes vorgeht. Die Leute werden immer Heilmittel von Quacksalbern benutzen. Solange sie niemandem schaden, ist es mir recht. Hexen müssen brennen. Das soll gerecht sein? Nächstes Mal gehe ich gleich zum Bischof. Oh, Ruf verbessert. Ja, die Lida ist ein bisschen eifersüchtig, ne? Gut, dann gucken wir mal weiter. Wir haben ja noch ein... Ah, was wir jetzt dafür Einnahmen haben, das wäre nicht uninteressant. $1330, oh, das ist ja mega. Müssen wir gerade mal gucken, ob wir auch noch die Erweiterung... Die Erweiterung haben wir, ne? Alchemetisch Kräutergarten. Achso, ne, wir haben das erweiterte Rathaus noch nicht. Okay, Rüstzeug kann nicht gebaut werden. Okay, eins von beiden ging nur. Gut. Bäckerei. Trockenschuppen haben wir gebaut. Fleischerei können wir nicht bauen. Ausrüstung für Sattler. 2000. Machen wir mal hinzu noch. Marius, kremple die Ärmel hoch. Der ist da draußen. Lass mir schöne Einnahmen generieren. 1300, das ist schon ein Wort am Tag. Da brauchen wir nicht mehr los groß noch Geld verdienen. In der Tat. Und unser eins kann leider. Den nehmen wir noch mit. Ach, das ist ja schon okay. Hier werden wir bauen? Ja. In der Tat. Fangen wir an? Fangen wir an. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. So, da haben wir die Sattlerei. Wunderbar. Sehr schön. Oh, das ist schön. Der kann nicht reden. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Oh, hier kann man Sachen fürs Pferd kaufen. Nicht, dass ich Geld hätte, aber... Kaufst du auch was? Können wir gleich mal ein bisschen Geld generieren. Nicht viel, aber ein bisschen. Hmm.
einen von. Den einen verkaufen wir auch. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, das war's. Falsch immer noch. Haben wir zumindest wieder ein bisschen Geld. Ist gut. 30? Ist das genug? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Gut. Pijme, Chlapci, dobré víno z pohára. Stücke gezeigt, von dem ich immer meine Sachen kaufe. Und prompt fragt mich, wie viel ich dafür haben will. Hört, hört. War selbst ganz verblüfft. Nur weil ich... Hm. Ich wollte noch mal gucken, was sonst noch geht. An Verbesserungen und Erweiterungen, und das müssen wir auch mal gucken, ne? Wir müssen ja auf dem, und dann wollte ich den Dude nochmal fragen, wie, was er jetzt von unseren Künsten hält. Aber erstmal einen kurzen Blick, was wir noch, was wir so generell noch bauen können. So, 900 Groschen haben wir. Rathaus, Kirchenreparatur, Schmiede, Bäckerei, Stallungen. Haben wir die Ausrüstung gebaut? Wachhaus können wir jetzt nicht mehr bauen. Geschäft ist gebaut, da können wir auch keine Erweiterungen machen, oder? Nee. Schenke, die können wir noch erweitern, um eine Brauerei und ums Würfelspiel. Cool. Dann machen wir erst die Brauerei und dann das Würfelspiel, ne? Brücke und Straße, da haben wir auch fertig. Holzfällerlager haben wir fertig. Bienenstöcke haben wir auch durch. Die sind auch gebaut, okay. Ich will mit dir reden. Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Das Einkommen ist sehr zufriedenstellend. Herr Divisch wird sich freuen. Das Dorf ist jetzt groß genug. Herr Divisch kann mehr Siedler herholen und die geplante Erweiterung in die Tat umsetzen lassen. Immerhin regnet es nicht mehr in die Kirche rein. Doch fertig ist sie nicht. Nee. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Verstehe. Okay. Ich gebe mir Mühe. Gut. Ich möchte etwas bauen, ja, aber ich habe gerade kein Geld dafür. Haben wir hier einen Schlafplatz? Schlafen und speichern. Da war keiner, ne? Nö. Dann legen wir uns mal hier auf die Bank. Pennen eine Runde. Und haben dann einen Tag später und haben dann auch wieder ein bisschen Geld zur Verfügung. Da könnten wir die Brauerei nämlich bauen. Dass wir da nochmal was zusätzliche Einnahmen vielleicht generieren können. Und dann noch das Würfelspiel. Tag später vielleicht machen. Gucken wir mal, was so geht. Aber erstmal müssen wir natürlich ausschlafen. Vielleicht können wir noch ein bisschen jagen. Gucken wir mal irgendwo in den Wäldern was finden. So.
Was sagen denn unsere Finanzen? 2300, sehr schön. Dann können wir mal die Brauerei bauen. Stallungen. Geschäft, Schenke. Es gibt viel zu tun. Nun Willkommen. Gut, ich muss mir ein Bild machen. Folge mir. Pass doch auf. Entschuldigung. Na? Dann gehen wir mal runter zur Schenke. Upsala. Dann haben wir nämlich auch unsere Brauerei hier. Das sollte ja nochmal für zusätzliches Geld sorgen, oder? Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das Würfelspiel noch etablieren können. Das müsste dann morgen machbar sein. Upsala. Hier werden wir bauen? Ja. Sollen wir anfangen? Ja. Wow. Ich bin im Boden versunken. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben da irgendwie ein... Wir haben, was wir brauchen. An die Arbeit. Ich bin einfach mal durch den Boden gesunken. Kann man machen. Schön. Du hast eine Brauerei errichtet und fortan kann der Wirt regionales Bier ausschenken. Wann immer neues Bier gebraut wurde, kannst du dich in der Brauerei aus dem Bottich bedienen, der auf dem Ofen steht. Aber trink in Maßen. Ja, cool. Warum komme ich da nicht rein? Waschen könnte ich mich. Kommen wir jetzt rein? Ja. Öffnen. Schön. Das können wir hier noch hinmachen. Ich muss Schlossknacken üben. Können wir zumindest mal gucken, was drin ist. Bier, Branntwein, Met. Ne, das klauen wir natürlich nicht, weil ich will eigentlich tatsächlich nur Schlossknacken üben. Das war jetzt gerade meine Hauptintention. Ich gehe ja nicht im eigenen... Mit dir kann ich reden. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Was kaufst denn du? Gift, Lazarus-Elixier. Ich kann dir dein eigenes Bier verkaufen. Upsala. Falsche Taste. Ringelblumenaufguss. Können wir vielleicht mal 3 von verkaufen. Was macht das nochmal? Ich glaube, das verkaufen wir auch. Haben wir bisher auch noch nie gebraucht, ne? Sprechen wir den Preis. Mhm. Nun, versuchen wir es. Was sagst du dazu? Wir kommen der Sache näher. Noch
Etwas weniger. Naja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Okay. So. Dann machen wir nochmal, gucken wir nochmal, wie es ausschaut mit nichts zu richten. Gut. Dann machen wir mal das Unkraut weg. Wie sieht das denn aus? Sind das nur die drei? Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Hasen jagen können oder sowas. Vielleicht gibt es hier ja welche. Oder Pilze. Wo sind wir denn hier? Ich könnte dem Hundi mal sagen, dass er jagen soll, ne? Bleibst du hier? Lass uns jagen. Hase. Hase. Oh. Sehr schön. Sehr gut gemacht, Hundi. So hatte ich mir das vorgestellt. Wo ist er hin? Ah. Der ist fleißig. Der ist richtig fleißig. Sieh mal, was dafür kriegt er auch mal was zu fressen. Ganz lecker. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Da ist noch einer.
Sehr schön. Wunderbar. So, dann würde ich sagen. Komm mit, lauf frei. Gucken wir mal, dass wir wieder ins Dorf kommen. Kann man dann vielleicht ein bisschen was von dem Fleisch verkaufen, ne? Oh, der ist erschöpft. Okay. Hundi kann nicht mehr. Wir müssten eigentlich ganz in der Nähe vom Dorf sein. Ja, genau, da ist es. Gucken wir mal, wem wir es verkaufen können. Höchsten würde ich ja mal tippen auf den Schmied. Schmied oder der Händler? Ah, nicht Schmied. Wirt oder der Händler? Probieren es mal beim Wirt. Eben gar nicht geguckt, wie viel Geld er hat. 93. 93 ist wenig. Gucken wir mal, dass wir mal den anderen Krempel da an ihn verkaufen. Viel ist das nicht, aber. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Naja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Du hast ja auch fast kein Geld. Alhundi. Dann gucken wir mal hier unten beim Händler. Wie das da ausschaut. Gagama. Cornelius. Ach, der schön, Cornelius. Schön, der ist tatsächlich hergegangen. Wie gefällt es dir hier? Ganz ehrlich, es ist ein Drecksloch. Und was anderes bin ich ja nicht gewohnt. Aber wir tun was dagegen, nicht wahr? Ja. Wenn jemand mal deine Pflichten als Vogt übernehmen soll, lass es mich wissen. Alles Gute. Schön. 500 hast du. Sehr gut. So, Hasenpelz. Brennnesseln darf er natürlich haben. Die zwei Fliegenpilze kriegt er. Mohnblume. Haben wir noch was? Schirmling. Das war's. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Ja. Yep. Ich wusste es auch. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt?
Hab's da jetzt noch nicht mega viel Geld. Da können wir auch noch nichts machen. Gucken wir mal. Bisschen was können wir wieder in die Truhe packen. Und dann müssen wir einfach vielleicht nochmal ein paar Nächte drüber schlafen oder so. So, 300 sind drin. Das ist nicht viel. Aber packen wir nochmal 300 zu. Bisschen was brauche ich noch. Damit ich zur Not nochmal ein Zimmer oder so nehmen kann. So, 600 haben wir. Aber 1700 täglich, das ist doch mega. Das ist doch mega. Ja, damit sage ich dann aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wollen wir dann gucken, wie wir uns hier weiter als Vogt machen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.